Bunt und farbenfroh, so präsentiert sich die Ausstellung mit insgesamt 180 Kunstwerken. Zuerst wurde sie in Marktredwitz in der nördlichen Oberpfalz gezeigt. Michael Eibel, Direktor der katholischen Jugendfürsorge in Regensburg, war so bewegt von den Bildern, dass er sie auch in Regensburg präsentieren wollte. Das sind bestimmt 30, 35 Kinder, die die Bilder gemalt haben. Insgesamt sind fast 100 Kinder dort im Kinder- und Jugendhilfezentrum. Und die haben da viele Projekte, vor allem Kunstprojekte. Und Kunst ist ein ganz wesentlicher Teil der Pädagogik. Und ich habe jetzt schon viele Interessenten gehört, die Bilder kaufen wollen. Und die wollen sie natürlich irgendwann mitnehmen. Und wir werden jetzt mal schauen, wie viele Bilder da noch da sind. Vielleicht gibt es einen weiteren Ausstellungsort. Dann ging es mir aber darum, dass die Kinder das nicht nur anschauen und dann heimfahren und dann ist es rum, sondern dass sie sich einfach weiter mit dem Thema beschäftigen. Und zu dem Zweck haben wir dann einfach selber ganz viel gemalt und gestaltet und verschiedene Techniken erlernt, uns ausprobiert, manches mit Anleitung, dann später auch immer mehr frei gemalt. Und ziemlich schnell entstand dann auch so die Idee, naja, also wenn wir jetzt so viel malen, dann könnten wir es ja auch mal ausstellen. Der Fantasie keine Grenzen setzen. So kam die Ausstellung Kinder können Kunst zustande. Die Jugendlichen des Kinder- und Jugendhilfezentrums von St. Josef Wunsiedel sind aber nicht nur malerisch begabt. Einige, die Power Girls, haben den Abend der Vernissage zudem musikalisch begleitet. Auf die Themen ihrer Kunstwerke kamen sie auf ganz unterschiedliche Weise. Ich kam bei dem Unterwasserwelt, weil ich liebe Wasser. Und dann habe ich mich einfach bei den Fischen entschieden, weil auch ich selber Fische hatte. Und es erinnert mich halt an den Fischen halt. Und ja, weil da drücke ich meine Art aus, wie ich bin. Weil auch bei, wie zum Beispiel, war ich nicht so gut gelaunt, aber bei den anderen war ich eigentlich sehr gut gelaunt. Die Bilder, die kamen zustande, da wir in einer Art Night mitgemacht haben, die war auch hier in Regensburg. Und da wurden uns halt so Vorlagen gegeben, so mit Lavendelbildern. Und dann konnten wir uns halt trotzdem selber entscheiden. Also die Farben waren da, aber die Kreativität kam eigentlich von uns. Zeichnen ist mein Hobby, deshalb, also ich werde auf jeden Fall weiter Kunst machen. Malen ist für die Kinder ein Hobby. Deshalb sind sie umso begeisterter, dass die Ausstellung beim Publikum so gut ankommt. Super, weil da Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe zeigen können, was entstehen kann, wenn man ihnen keine Grenzen und keinen Rahmen setzt. Also aus der eigenen Kraft, aus der eigenen Kreativität heraus. Sehr gut, nicht alles natürlich, aber viele Sachen finde ich ganz hervorragend. Ich habe auch schon ein Bild gekauft, den VW-Bus. Der gefällt mir ausgesprochen gut, also hat mir gleich beim Reingehen schon gut gefallen. Und dann habe ich gleich zugeschlagen, bevor es jemand anders kauft. Sehr gut, ich finde es klasse, dass sowas gemacht wird. Man merkt die Energie, die Kreativität dahinter, das Engagement. Es ist einfach super. Die farbenfrohen Werke sind noch bis zum 20. Oktober in der Galerie St. Clara in der Kapuzinergasse 11 in Regensburg zu sehen. Die Ausstellung hat jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.